Eine Erde, eine Umwelt, eine Verantwortung. Landwirtschaft in Hohenlohe. Ein Festbetrieb in Stuttgart. Der Regenwald in Südostasien. NatureLife International bringt sie zusammen. In einer Partnerschaft für Mensch und Natur. Hohenlohe war schon immer die Kornkammer von Württemberg und Stuttgart. Deswegen ist es sinnvoll, dass wir diesen Stadt-Land-Dialog beginnen und alte Traditionen wieder aufleben lassen. Nachhaltige, ökologisch oder biologisch erzeugte regionale Lebensmittel. Hohenloher Bauern haben die Zucht alter Rassen wiederbelebt und erhalten damit eine auch für den Tourismus wichtige Kulturlandschaft. Ein großer Kunde und Projektpartner, Grandels Festbetriebe in Stuttgart. Die bäuerliche Erzeuggemeinschaft Schwäbisch Hall ist froh, wenn sie Kunden in der Landeshauptstadt hat, dass wir unsere Produkte dorthin vermarkten können. Das hilft unserer Hohenloher Landschaft und auch den einzelnen Bauernhöfen, die dann auch damit eine Zukunft haben. Das Volksfest auf dem Cannstatter Wasen in Stuttgart ist das zweitgrößte auf der Welt. Herzhafte Vesper, krosse Haxen, Fleisch und Wurst, alles regional aus Hohenlohe. Hofbräu-Festzeltwirt Hans-Peter Grandel zahlt für die ökologisch produzierten Waren einen höheren Preis. Den aber gibt er nicht an seine Gäste weiter. Und doch geht die Rechnung für ihn auf. Die Ware von Schwäbisch-Hellischen Erzeugergemeinschaft ist einfach die beste, die es gibt. Da wird eine Haxe, die so groß gekauft wird, bleibt auch so groß noch nach dem Braten und schmeckt hervorragend. Deswegen kommen die Gäste zu uns und essen oft mehrmals eine Schweinshaxe oder Vesperbretter und alle sind begeistert davon. Ja, über Nachhaltigkeit wird viel zu viel geredet und viel zu wenig gehandelt. Wir wollen zeigen, dass es anders geht. Nachhaltige Lebensmittelproduktion, ein aktives, ökologisch verantwortliches Landschaftsmanagement und Großgastronomie, das geht zusammen. Von Hohenlohe nach Stuttgart. Kurze Lieferwege sind ein wichtiger Beitrag zu mehr Klimaschutz. Die Umwelt ist dem Festwirt wichtig. Dennoch verbraucht der Betrieb viel Strom und Energie. Um das zu kompensieren, spendet Grandel für die Aufforstung des Regenwalds. Die Spenden aus Stuttgart gehen in Tropenwaldprojekte von NatureLife auf den Philippinen und auf Sri Lanka. Die Initiative kompensiert Hektar für Hektar das CO2-Aufkommen des Stuttgarter Festbetriebs. Und die Menschen vor Ort erhalten nachhaltig nutzbare Wälder. Ein konkreter Beitrag für Mensch und Natur. Unsere Partnerschaft zeigt vollen Erfolg. Davon profitieren viele, die Hohenloher Landwirte, unsere wunderschöne Hohenloher Kulturlandschaft, die Verbraucher in Stuttgart und natürlich die Bewohner in der Dritten Welt durch die Projekte dort. Deswegen macht diese Allianz wirklich Sinn. Der Wald birgt Naturschätze. Urwaldpfeffer aus Südindien. Das ökologische Partnerprojekt nützt dem Artenschutz und den Menschen. Fair gehandelt kommt der Gourmetpfeffer nach Hohenlohe und veredelt zusammen mit lokal angebauten Gewürzen die Wurst- und Fleischwaren der Erzeugergemeinschaft. Die Allianz in Sachen Ökologie und Nachhaltigkeit findet auch international Beachtung. Indeed, I understand that the region of Hohenlohe has the highest density of organic farms in Europe, with many farmers specializing in the ancient breeds of Böf de Hohenlohe and Schwäbisch-Hellisches Landschwein. Ihr Einsatz für natürliche, gesunde Lebensmittel in Verbindung mit der Kunst der Zubereitung macht sie zu einem Vorbild nicht nur für andere Europäer, sondern auch für die übrige Welt. Der Regenwald bindet CO2.
Stuttgarter Festbetriebe arbeiten klimaneutral. Hohenloher Bauern haben ein Auskommen. Landschaft und Verbraucher profitieren. Eine gelungene Nachhaltigkeitsallianz.